Ein neuer. Willst du mit uns spielen? Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier gelandet? Oh, mein Schädel brummt. Die Teleportation hat wohl so lange gedauert, dass ich eingeschlafen bin und mich an nichts mehr erinnern kann. Aber was ist denn hier eigentlich los? Wer macht sich schon die Mühe und hängt dort oben eine Disco-Kugel auf? Ein neuer. Willst du mit uns spielen? Oh, mal wieder ein neuer. Ich bin Johannes. Und, wie bist du hierher gekommen? Ich habe echt keine Ahnung. Während der Teleportation bin ich irgendwie eingeschlafen und kann mich nur an nichts... Wie bist du denn hier gelandet? Das ist es ja. Ich konnte mich auch an nichts mehr erinnern, nachdem ich hierher teleportiert wurde und hoffte, dass du es wüsstest. Mhm. Gibt's denn hier sonst noch andere? Nun ja, in dem Tempel da drüben lebt der Döner Innos. Was? Ein Döner? Das macht doch bei mir zu Hause der Türke von nebenan. Ja, aber da will eben so angesprochen werden. Wahrscheinlich, weil die Lieblingsspeise von Innos Döner war. Und mit diesem Namen will er ihm gleichzeitig dienen. Ach so, na dann ist ja alles... Genau das hatte ich eigentlich vor. Naja, bis dann. Hat es dich also auch erwischt? Ein neuer. Willst du mit uns spielen? Wie willst du hier bloß wieder rauskommen? I'll never get this open without the right key. Ein neuer. Willst du mit uns spielen? Hat es dich also auch erwischt? Wir beobachten dich. Wow, das sind ja echt große Stufen. Ich muss ja fast Klimmzüge an den Kanten machen, um hoch zu gelangen. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Toll, jetzt komme ich nicht mehr in den Tempeleingang rein. Wie siehst du denn aus? Wie siehst du denn aus? Hey! Hier hast du deine Milch. Sehr schön, gib her. Wenn du willst, kann ich dir nun helfen. Wie kannst du mir helfen? Hör mir gut zu, wie du vielleicht schon mit... Wow, kaum hab ich diesen Destall geholt, schon hast du einen Weg zu mir in den Tempel gefunden. Da muss ich schon sagen, ich hätte es an deiner Stelle noch schneller geschafft. Also jetzt pass mal auf, du Döner. Du hast meinen Namen zu ehren. Okay, Döner Innos, würden Sie mir erklären, wieso Sie mich in dieses Tal geholt haben? Nun gut, der Mensch soll ja aus seinen Fehlern lernen. Und zwar hast du deinen Kumpels einen schlechten Witz erzählt. Das ist das Schlimmste, was man vor Innos machen kann. Was? Das ist doch nicht dein Ernst. Bist du high? Ja, ich bin high. Aber das ändert nichts an deinem Fehler. Erzähl ihm mir noch einmal den Witz. Okay. Sagt eine Pizza zum Flugzeug. Hallo, darauf das Flugzeug. Aber Muscheln sind doch Meeresfrüchte. Genau, das hast du ihnen erzählt. Und was ist da dann witzig? Das ist nur sinnlos und dumm. Also bei uns nennt man das Anti-Witz. Das sind Witze, bei denen die Fakten nichts miteinander zu tun haben. Und durch diese Sinnlosigkeit ist es so sinnlos, dass es schon wieder lustig ist. Ja, so würde ich das erklären. Nun, Pech gehabt. Innos ist zu blöd für solche Witze. Und deshalb bist du hier. Und wie komme ich wieder von hier weg? Da gibt es nur einen Weg. Erzähl mir einen ordentlichen Witz, dann lasse ich dich gehen. Oh Mann, geht's eigentlich noch bekloppter? Nun ja, bis dann.